Ja, wo fangen wir an? Also wir haben eigentlich geplant gehabt, dass wir zu verschiedenen Locals fahren, die wir kennen, und dann mit denen in ihrem Gebiet quasi Skifahren gehen. Aber wie man das so kennt beim Skifahren, hatten wir wieder nichts hingehauen. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. Genau. Das ist schon trostlos eigentlich, wenn du es überlegst. 5,5 Grad, 4 Tage vor Weihnachten, 10.000 Münchner vor uns und wir fahren jetzt an den Hausberg raus, wo ein Eisplatten ist und gehen da Skifahren. Skifahren. Aber mei, was magst du machen? Grüß dich! Ja? 15 Euro? Ja. Erst das jetzt? Na, ich mag bei mir doch mal im Skifahren gehen, die möchtest du mit 15 Euro abzwacken. Wenn sie haben einen Skifahren, besonders gerade sowas, dann kostet es. Aber ich komme ja aus Garmisch. Ja, aber dann drehe ich um, das ist ein Witz. Kannst du nichts dafür. Easy, hau rein, ciao. Also als wir daheim los sind, am 20. Dezember, glaube ich, haben wir genau 0 cm Schnee gehabt, 40 cm Kunstschnee auf der Piste, die nicht offen gehabt haben. Wir haben es dann mal probiert, aber es war einfach ein Scheißdreck. Ja, unterm Strich, long story short, Mai, das war halt dann, wo wir den Skidog in Garmisch hinter uns gebracht haben, das heißt Skidog, die 2 Stunden, wo wir da miteinander teppelt sind. Und ja, da war die Stimmung dann erst einmal ziemlich down am Anfang. Dann mag mir der Hans Wursch da unten 15 Euro vom Parkplatz absacken und dann machst du hier einen Abgang. Ja, aber bei hast dem du schon auf die Uhr geschaut? Schau ich doch mal den Schnee an. Es wäre dunkel. Wenn man hol jetzt deine Ski und mach weiter, auf geht's. Das ist ja pure Katastrophe. Ja, ich würde sagen, jetzt fahren wir heim und dann rufen wir mal Maxi an. Ja, checken wir mal die Kontaktliste, was so geht. Irgendwen müssen wir uns auf jeden Fall animieren, weil sonst ist das echt für den Arsch. Als wir dann in Innsbruck waren, auf dem Weg zu Max, haben wir eigentlich geplant gehabt, dass wir 2 Tage in Innsbruck Pause machen und uns da einfach ein bisschen einfahren gehen, wieder ins Skifahren gewöhnen. Und ja, dann am zweiten Tag ist leider das Unglück passiert und der Clemens, den hat es geschmissen nach einem Backflip und ja, das Knie war ziemlich kaputt danach. Es war ein Backflip und dann habe ich einfach überdreht. Bindung nicht aufgegangen und dann habe ich schon gespannt, auch weh, da fällt was im Knie. Und bin dann relativ schnell mit dem Mauer runtergefahren und dann da eben die Diagnose gegeben, dass am Knie ein bisschen was fehlt, ja, dass da was kaputt ist. Die Diagnose war dann eben vorderer Kreuzbandriss und die beiden Menisken waren gerissen. Wobei ich da dazu sagen muss, ich habe echt mega Glück gehabt, dass nichts am Knorpel war, weil wenn am Knorpel noch was ist, ist echt madig. Von dem her habe ich nochmal ziemlich Glück gehabt. 429,18 € für eine Narkose. War aber ein geiler Trip, aber teuer. Oh, warte mal. Oh, das ist auf 80 Grad. Ja, wo mir dann der Arzt das gesagt hat mit den 9 bis 10 Monate Skipause. Da gespannt man halt dann einfach, dass es von jetzt auf gleich um ist und da war natürlich die Stimmung dementsprechend dann auf Zero drunten, ja. Grüß euch. Ich bin der Franz, bin 23 Jahre und komme aus Garmisch. Also durch Clemens sein kaputtes Knie hat sich die Saison für ihn dann erübrigt. Und dann aus gerade 3 Fragen, ich brauche einen geilen Skifahrer.
Good looking boy, oder? Und ja, wir haben dann eigentlich recht spontan einen Franz gefragt. Und der hat natürlich brutal Bock auf sowas gehabt. Und da bin ich ja einfach mega dankbar im Nachhinein, weil ich glaube, ohne den Franzi hätte man das Projekt nicht so durchziehen können, wie es geplant war. Deswegen auch nochmal danke, Franzi, an dich. Gut einmal. Ja, wir haben uns dann dafür entschlossen, die eigentlich geplante Linie schon weiterzuführen. Der ursprüngliche Plan war, dass wir gleich mal am Anfang im Max im Mund davor besuchen gehen. Und das haben wir dann auch umgesetzt. Ja, servus, ich bin der Max Hitzig, komme aus dem Mund davor. Ich sage Mund davor, Stadionier. Ich bin 18 Jahre alt, der jüngste im Bunde. Und freue mich, dass ich mit den Jungs den Winter ein bisschen filmen darf. Und schreiben kann. Ja, und am Abend, als wir dann ins Bett gegangen sind, hat es draußen schon wirklich brutal geschneit. Sind ins Bett gegangen, in der Früh aufgestanden und fuck, also das war echt richtig, richtig crazy. Mühe da viel Schnee. Ja, der zweite Tag war eigentlich nur katastrophaler wie der erste, katastrophal in Anführungszeichen. Es war immer noch saugeil, aber die Lawinenwarnstufe war auf 5 Maximum, also es war noch gefährlicher wie am Vortag. Also haben wir uns beschlossen, einen Down Day bei mir im Garten zu starten. Meine frühe Optionen haben wir nicht, oder? Ja. Das Einzige, was wir machen könnten, ist bei dir ums Haus rum irgendwo einen dicken Butter schaufeln, oder? Ja, das hört sich gut an. Heilige Scheiße! Alter gesagt, das ist immer nicht so schlecht, oder? Es war kalt, aber früh Sonne. Ja, am Abend haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt, haben einen Wetterbericht angeschaut und konnten da voller Freude feststellen, dass am nächsten Tag kompletter Bluebird sein wird. Lawinengefahr war natürlich immer noch kritisch, die Skigebiete haben aber aufgemacht und dann war für uns klar, aufstehen und ab ins Skigebiet.
Wir konnten nur ein sicheres Zeugs fahren. Eigentlich wollte ich den Jungs richtig Cooles aus dem Mund davon zeigen. Das ist dann leider nicht ausgegangen aufgrund der neuen Massen. Auch wenn es nur zwei Lifte waren, saugeiler Tag, richtig coole Homespots. Und ja, mit so einem Skifahrer wie mit Max einen Tag zu verbringen, macht einfach mega Bock und es ja, war ein richtig cooler Tag. Ja, und danach hat es dann gleich wieder zum Schneien angefangen. Und dann haben wir geschaut, dass wir rechtzeitig aus dem Tal rauskommen, bevor wir da weiter festhocken. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, dass wir zum Felix ins Zillertal fahren, weil da die Schneeverhältnisse einfach viel vielversprechender waren. Hat alles ein bisschen gesettelter ausgeschaut, ein bisschen sicherer. Ja, und am nächsten Morgen sind wir dann auch direkt los. Ja, keine Ahnung, dann winkt's mir halt, oder? Ich bin oben in die Rinne reingefahren, die Schneeverhältnisse waren dann einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, musste dann auf die Straightline ausweichen und hatte dann einen relativ heftigen Abgang, wo ich sofort gemerkt habe, dass der Tag gelaufen ist. Da war definitiv nichts mehr drin an dem Tag. Hab mir dann einen knöchernen Kapselausriss im linken Daumen zugezogen, was jetzt keine schwerwiegende Verletzung ist, aber was doch 2 Wochen Ruhe mit sich bringt und genau. Als ich schon im Tal war, habe ich dann den Anruf bekommen, dass der Tag oben ebenfalls beendet ist. Der Felix hatte wohl einen eigentlich nicht so heftigen Abwurf. Ja, ein bisschen verdreht, aber nicht schlimm, aber nicht so richtig geil. Ja, der Felix hat sich dann ziemlich am Ende bei einem Backflip, sah eigentlich total harmlos aus, hat sich aber leider auch sein Knie zerstört.
glaube, was war es, Kreuzband, Knorpel, Meniskus. Und ist dann leider auch für den Rest der Saison ausgefallen. Somit hatten wir zwei Verletzte an dem Tag. Unterm Strich ein doch nicht so gelungener Tag. Was geht, Mau? Was geht bei dir? Gar keinen Bock auf Filmen, Bro. Ich glaube nicht, dass es 4 Wochen sind, aber eine oder 2 Wochen sind safe. Heißt? Ich muss mal heimfahren, oder? Bringt ja nichts. Ja, wir haben uns dann am Abend auch zusammengesetzt und haben ein bisschen überlegt, was wir jetzt für Optionen haben. Und die sinnvollste Variante war dann einfach, den Aufenthalt in Innsbruck temporär abzubrechen, sind zurück nach Garmisch, einfach um dem Körper die Chance zu geben, sich zu erholen, mit der Hoffnung aber in ein paar Wochen wieder durchzustarten. Zeitpunkt der Verletzung ideal. Also echt Premium, ich meine, jetzt hat er Ruhe daheim, in den nächsten 4 Tagen schneidet es nur 2 Meter. Der Franz hat es eh nicht so mit dem Tiefschnüffel. Es war eigentlich ein ziemlich beschissener Zeitpunkt für den Crash, weil die Tage, die danach kommen, waren total geil. Hat mir auch sehr leid getan für die Jungs, hat dann aber mit dem Stechel, ich glaube, die Powder Days meines Lebens. Die letzten Tage mit Leon waren ein absoluter Traum. Es war zwar schwierig, aufgrund der ganzen Neuschneemenge ein Skigebiet zu finden, das tatsächlich aufmacht, aber wir haben was gefunden und ich glaube, in meinen Augen auch absolut richtige Entscheidungen. Es waren Traumbedingungen, es waren super geile Tage. Und ja, gut, und dann sind der Franz und der Ben aus ihrer wohlverdienten Sommerpause wieder zurückgekommen und es wurde warm auf 2.500 Meter. Es war total trocken und wir haben uns gedacht, wir machen eine Sunrise-Skitour. Wir sind an der Talstation vom Axammer und machen uns jetzt auf den Weg zur Seile. Das sind so ca. 850 Höhenmeter bis Rom. Wir haben jetzt 4.34 Uhr, also wir haben gute 2 Stunden Zeit bis zum Sonnenaufgang. Gute Crew, das Wetter schaut gut aus.
Das wird eine gute Tour werden. Sind losgegangen und dann haben wir eigentlich nach 5,5 Minuten gleich mal gemerkt, dass das überhaupt kein Spaß wird, weil es durchgefroren ist. Es hatte ja auch keine Arscheisen dabei, beziehungsweise keinen passenden. Das hat das Ganze jetzt nicht viel besser gemacht. 4.56 Uhr und es wird nur noch steiler. Und wir waren dann ewig lang unterwegs und haben es, glaube ich, 5 Minuten vor Sonnenaufgang geschafft. Yes, sir. Wir waren dann relativ happy, aber wir haben im Konsens gesagt, das war ein absoluter Scheißdreck. Ruben! Boah, da bin ich jetzt auf dem Zahnfleisch, da können wir dann auch gleich. Was? Die Skitour hat 5 Jahre meines Lebens gekostet. Wenn's reicht. Was für eine unglaubliche Scheiße. Wieso haben wir diesen Gipfel ausgewählt? Hier comes the sun. Come on. You! Sweet! Awesome! Fuck yeah! Ready? Are you ready? Yeah, let's go! Das ist beschissen. Das war die schrecklichste Fahrt meines Lebens. Das muss ja so schlecht ausschauen auf dem Video. Boah. Boah. Jetzt sind wir mein Knie auch wieder erfolgt irgendwie. Ja. Wie waren die Schneeverhältnisse? Schneeverhältnisse waren Legende. Legende. Ich glaube, einer der besten Tage, die ich jemals hatte. Okay. Und das Anfang März, gell? Und das Anfang März. Ja. Happy Days. Nach der Skitour sind die Bedingungen dann doch echt nochmal besser geworden. Wir konnten noch ein paar Big Mountain Lions fahren. Das hat dann nochmal mehr dem richtigen Skifahren geähnelt. Yeah.
Ja, Saisonabschluss hat man dann echt noch eine ganz coole Aktion geplant. Also wir wollten ins Küter rauf und dort oben einen Snake Round bauen. Das haben wir dann auch gemacht und sind echt mit einer relativ großen Crew rauf. Alle getestet. Mega geiles Wetter wieder, richtig gute Vibes, laute Musik gehabt. Haben einen Tag nur damit verbracht, Kicker zu bauen und die Line ein bisschen einzufahren. Und am zweiten Tag sind wir wieder raufgefahren und dann, ja, war Go Time. About to happen, bro. Let's go. Ja, der letzte Tag im Küter war dann tatsächlich auch unser Saisonabschluss, was aber auch super gepasst hat. Es war wirklich mega geile Tage mit den Boys zusammen und ja, wir sind dann zurück nach Garmisch und ja, die Tage habe ich nach wie vor super gut in Erinnerung. Ich glaube, wir hatten da alle ein Lächeln im Gesicht, haben mit guten Gefühlen auf die Saison zurückgeblickt und es hat einfach mega Spaß gemacht. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Es war einer der geilsten 3-4 Monate in meinem Leben. Und ja, ich habe ziemlich Bock auf die nächsten Saisons. Ja, Zusammenfassung meiner Saison. Irrsinnig geil. Schnee war Wahnsinn, ja, die Jungs waren Wahnsinn. Das Einzige, was natürlich ist, dass es mir von Clemens extrem leid tut, dass der sich da so früh verletzt hat. Aber wie wir ihn Gresi kennen, das tut ihm nichts ab. Nächstes Jahr geht's weiter. Wenn man dann seine Homies wieder sieht, dann glaube ich, gibt es nichts Schöneres wie auf den ersten Skitag, den wir nächste Saison wieder zusammen haben werden. Und da freue ich mich einfach brutal drauf und habe einiges vor, ja.